Hallo, servus, mein Name ist Edi Etocheck von Die Con ist heiß und nun ist es wieder mal an der Zeit für eine weitere Folge von The Nerd Check. Ja, es ist 8 Uhr und ich nehme mich billig über den Spiegel auf, aber ich sehe noch ein bisschen scheppig aus. Aber da ich ja der Flash bin. Ja, das hat bestimmt 20 Sekunden gedauert. Meine kleine Echse geht's auch wieder gut und ich würde sagen, weiter geht's. So, wir sind jetzt in Köln, haben 11.39 Uhr und haben ein paar Jünger von uns eingesammelt. Schon zwei! Jemand hat 2 Stunden schon in der Kälte auf uns gewartet, weil er sich so gefreut hat, uns zu sehen, ist er früher gekommen. Er dachte, er muss in der Schlange stehen. Aber natürlich nicht, wenn man mit uns reist. Da gibt es natürlich Pressekarten für alle. Und ja, wir fahren jetzt mal los und weiter geht's. Angekommen, 15.33 Uhr und wir freuen uns schon auf die neuen Sachen, die wir sehen. Also kommen wir mit. Hilfe, müssen wir irgendwen finden. Ich hab da glaube ich eine Idee. Sie kann uns helfen? Stimmt. Kannst du die Kamera bedienen? Nein. Kannst du Fotos machen? Nein. Die hat andere Qualitäten. Aber da vorne ist ein Kameramann. Dann siehst du jetzt, dass der Kameramann ist? Ich weiß nicht. Ich hab da so ein Gefühl. Ah. Ja, dann haben wir jetzt hier unseren neuen Kameramann Mangel. Und unser Fangirl Misa. Damit sind wir die 4 M's. Anstrengender Tag, wir haben mittlerweile 5:15. Ich habe den Animation Director von The Vision of Escaflowne, Cowboy Bebop und Fullmetal Alchemist getroffen. Und der hat mir was signiert! Und jetzt gehen wir zum Cosplay-Wettbewerb. Aber jetzt möchte ich noch einen Schluck Bulma genießen. Nur echt, jetzt hat er juicy. Okay, wir haben 10 Uhr und ich versuche hier noch ein Street Fighter Tournament mitzumachen. Und ich bin da mal los. Komm mit! Stein! Papier! Epic Fail! Ich stehe auf der Bühne, ich muss das machen! Ja! Nach dem harten Street Fighter Turnier suchen wir jetzt die Hausnummer 19, wo wir ein elegantes, seriöses Gespräch noch führen wollen in der Late Night Show. Man hat mir versichert, allerbeste Qualität und ich glaube, wir haben es gefunden. Sieht seriös aus. Schauen wir mal rein. Ja, es war ein anstrengender Tag und wir haben uns in der Herberge ein bisschen zurückgezogen. Oh, Marco, wir sind müde. Lass uns schlafen. Und wir schlafen jetzt. Bis morgen. Gute Nacht, John Boy. Halt die Schnauze, Marco. Ja, wir haben 10 nach 8 morgens. Wie ihr hört, sind einfach alle müde. Aber die Konichi geht weiter, also Konichi! Halt die Schnauze. Ja, wir sehen uns nach dem Frühstück. Ja, 11:30 von der Con, wir sind geschniegelt und geriegelt und wir kaufen jetzt zusammen ein. Wir haben uns schon in 2 Teams geteilt. Wir sind Team Phoenix Feder und das andere Team filmt einfach, ist Team Nintendo, die filmt Nintendo. Und wir kaufen jetzt was Lustiges, aber schauen wir doch mal rein, was der Laden hier noch zu bieten hat. Ich glaube, wir bringen dem Marc etwas Hummerrahmsuppe mit. Yum, yum, yum! Da wird er sich freuen. Ja gut, eigentlich kaufen wir nur ein paar Getränke, also so lustig wird das gar nicht. Aber wir gehen gleich zum Assassin's Creed-Treffen, wo ich einen super tollen Super-Assassin spielen werde. Hoffe ich. Mal gucken. Und ja, schaut doch mal rein. Wir haben 13:42 Uhr, sind fleißig am Arbeiten und hier haben wir den Sausage Flipmann, der mir damals das Würstchen zur Verfügung gestellt hat, dass ich flippen konnte. Wer sich nicht erinnert, schaut in die Kommentare, da seht ihr das Video nochmal. Der Sausage Flipmann! Yay!
halb drei und ich habe langsam Langeweile. Was wollen wir machen? Lass uns doch LOL spielen. Wo sollen wir denn jetzt LOL-Spieler herkriegen? Let's get ready to rumble! Ja, wir haben die größte Arbeit heute wieder geschafft. Wir haben 16 Uhr, sind auf ein Live-Action-Roleplay-Game eingeladen worden zwischen Assassinen und Templern. Und ich werde hoffentlich ein super Über-Templer darstellen. Was soll ich sonst sein? Und ich kriege jetzt hier gleich mein Briefing. Und wir sind hier im Querbeet einer schwulen Kneipe. Und ich hoffe, das war kein Witz. Also, schaut doch mal rein. Ja, wir haben halb elf. Das ist jetzt unser leckeres Abschlussessen. Und ich würde sagen, itadakimasu. Ja, mittlerweile haben wir 11 Uhr, sind auch mal aufgestanden nach einem harten Tag. Und dazu gehört auch eine gesunde Ernährung. Wir haben halb drei am Sonntag und wir unterschreiben jetzt hier noch ein paar von den Postern von Eddie's Late Night Show. Und ja, ich habe eine Sauklaue. Oh, dieses Mal haben wir nichts vergessen. Nein, mit Sicherheit nicht, wir haben alles dabei.